Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fortnite. Wir machen hier wieder ein paar Runden und ich schaue mal, wie es so wird, denn es ist die erste Runde des Tages heute tatsächlich, die ich spiele. Und es kann ja nur nichts werden, ich weiß nicht. Die ersten Runden sind immer so ein bisschen fragwürdig. Wir spielen eine ganz normale Runde natürlich, denn ich bin immer noch am Leveln. Das hier ist ein neuer Skin, den ich freigeschaltet habe von Artemis. Den finde ich auch schon sehr, sehr toll. Aber eigentlich möchte ich noch einen anderen freischalten. Den könnte ich euch später auch nochmal zeigen. Das ist quasi dieser Skin, aber in rosa. Und das finde ich so schön. Deswegen würde ich sagen, let's go, ein paar XP farmen. So, und los geht es hier. Eigentlich muss ich direkt am Anfang raus, denn ich muss zur sandigen Startbahn. Und ich glaube, da ist auch direkt der Feueraltar, wo ich mir Feuer besorgen könnte. War das nicht da? Nee, der Erdaltar. Okay, dann lasse ich den aus. Oh, ein paar gehen auch hier runter. Das kann ja nur was werden hier. Mal gucken. Ich bin gespannt. Okay, ich bin auf jeden Fall nicht die Einzige und der landet viel, viel früher als ich. Ja, das ist natürlich doof. Ja, der landet auf jeden Fall viel, viel früher. Okay, ich kann nur hoffen, dass ich noch irgendwo eine Waffe bekomme. Vielleicht hier vorne irgendwas. Aber tolle Sachen gibt es hier nicht. Ach, warte mal, hier ist eine Kiste. Nehmen wir die mal direkt. Wir sind schneller hier. Oh nein. Warum ich oh nein sage? Weil diese Schrotflinte, die bringt mich immer um. Die schießt für mich zu langsam. Dafür bin ich einfach nicht gut genug. Okay. Oh Gott. Oh Gott, mit der bin ich aber ja noch schlechter, ne? So eine Diegel hier. Okay, aber sie trifft gar nicht. Okay. Na gut. In Ordnung. Das war jetzt nicht so schwer. Sie hat tatsächlich gar nicht getroffen. Okay, wundert mich. Gibt's sehr selten. Wasserbändigung. Yay, yeah, das ist toll. Okay, da tauschen wir direkt mal so das Ganze. Und dann hätte ich gerne diese Schrotflinte, weil die ist viel, viel besser. Also für meinen Geschmack. Es gibt ja natürlich keine Universallösung, die sagt, die Waffe ist besser oder die. Das ist nur mein ganz eigener Geschmack hier. Okay, was ist hier noch? Auch nochmal eine Wasserbändigung, okay. Aber ich habe ja jetzt schon eine. Haben wir auch gleich mal hier. So, zweimal Heilung habe ich. Das ist natürlich nicht schlecht. Ah, hier ist kein Scope dran, dann brauche ich das auch nicht. Warte mal, was muss ich jetzt machen? Überleben? Ja. Okay, ich muss einfach nur überleben. Schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Das ist die Wasserbändigung. Gucken wir nochmal hier oben. Wir sind sogar in der Zone noch drin. Das ist natürlich praktisch. Oh je. Oh, ich guck mal ganz kurz. Gibt es hier noch ein paar kleine? Was ist denn das hier? Da habe ich natürlich meine Wasserbändigung da liegen lassen, aber ist nicht so schlimm. Ach, ich nehme es jetzt einfach. Ich habe Angst, dass dann doch noch welche kommen. So, Wasserbändigung wieder einsammeln. Und dann nehme ich auch nochmal die MP hier mit. Werde ich wahrscheinlich generell nicht alles behalten. Aber erstmal haben. Besser als nix. Ah, das habe ich schon. Okay. Munition. Auf der anderen Seite ist nämlich auch eine gelandet. Okay, mal horchen, ob irgendwas zu hören ist. Irgendwelche Steps oder sonst was. Gerade aber nicht. Achso, ich hab voll, okay. Da sind kleine Schildtränke. Oh Mann. Ich finde die immer erst, wenn es zu spät ist. Jedes Mal ist das so. Plünderung. Mal gucken. Ob hier irgendwo was in der Nähe ist. Die ist nämlich da oben gelandet. Okay, das ist das hier. Das brauche ich nicht unbedingt. Slappy. Die sind toll.
Alles klar, dann habe ich auch. Voll hier. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo geht's hin? Und ist die eine noch da und wartet, bis ich da bin, um mich abzuknallen? Oder was passiert? Die ist nämlich hier gelandet. Ja, genau hier ist sie gelandet. Ist da ein NPC, den ich anheuern kann? Ich glaube nicht, ne? Oder kann ich... Nee, dich kann ich nicht anheuern. Oh, du gibst mir auch einen Schildtrank. Jetzt kommen die Schildtränke. Okay, aber die Quest habe ich zumindest geschafft. Durchsuche oder zerstöre vergrabene Truhen. Ja, das ist das, was ich eben angenommen habe. Gehen wir mal dahin. Mal gucken, ob da irgendwas ist und ob ich die Truhe finde. Oder ob mich irgendjemand vorher findet. Das kann natürlich auch noch sein. Ich hoffe nicht. Hier ist so ein Stein. Mit dem kann man die Story-Quest machen. Die habe ich aber schon fertig. Gibt es da noch was zu looten? Krass, hier gibt es Wasserbändigung zu looten. Seit wann das denn? Habe ich noch nie gesehen. Aber da vorne ist diese Truhe. Golden. Oh Mist, nehme ich mit. Da verzichte ich dann tatsächlich mal auf die andere. Okay, die nächste. Was ist das? Ach, das ist unseres... kommt die Insel dann irgendwo hier hin? Wahrscheinlich. Oh nein. Beschuss. Oh nee, das sind nur die wieder. Die haben mich das letzte Mal getötet. War da noch einer übrig? Nee, diesmal nicht. Doch, irgendwas ist doch noch da. Irgendjemand schießt doch noch auf mich. Doch, einer ist noch übrig. Ja, treffen müsste man auch mal können, ne? Okay. Oh, jetzt kommt hier so eine Meldung. Geh weg, Meldung! Okay, hier muss irgendwo nämlich diese Truhe sein. Ich weiß noch nicht wo und ich sehe gerade auch nichts. Wahrscheinlich da oben. Ach, hier! Eine lilane Sniper. Nehme ich mal mit, die Sniper. Okay, das hat sich ja schon ein bisschen gelohnt, ne? Ach ja, die haben Schlüssel da fallen lassen. Stimmt. Und dann können wir irgendwo im Bunker oder so? Aber ich glaube, ich kann den gar nicht tragen. Ich glaube, man braucht einen extra Platz dafür. Wobei, ich kann die Diegel eigentlich da lassen, weil... Ich glaube, mit der treffe ich so oder so nicht. Da bin ich ganz, ganz schlecht drin. Okay, was habt ihr denn hier? Nochmal sowas. Oh, ja. So, nehmen wir die mal mit. Jetzt natürlich die Frage, wo kann ich die abgeben? Ist es auf der Map markiert? Das ist eine gute Frage, ne? Was ist das? Das ist der Zug? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Oh doch, da ist schon was markiert auf jeden Fall. Aber ist es das hier? Nee. Achso, damit kann ich den Sturm wohl hier sehen. Das ist ja noch besser, okay. Alles klar. Supi-dupi. Okay, gehen wir mal in eine Stadt und gucken mal, ob das das Ende ist. Nein, wir gehen noch mal ganz kurz zurück. Denn ich sehe gerade, mein Schild ist gar nicht mehr voll. Die haben mich getroffen eben. Aber die hatten doch einen Schildtrank hier gelassen. Wenn er noch da ist. Und dann hole ich mir noch mal ganz schnell Schild. Stopp, stopp, habe ich gesagt. Ach, hier ist noch eine goldene Handfeuerkanone. Das ist meine von eben, ne? Mhm. Ist das ein Zeichen, upsi, dass ich sie wieder mitnehmen soll? Ich mach's einfach mal. Ich sehe es mal als Zeichen. Okay, da vorne ist irgendein Bunker. Da könnte ich auch mal hingehen und mal gucken.
Was haben wir hier? Eine blaue. Ja. Wie gesagt, die andere Schrotflinte wäre mir schon lieber eigentlich. Nicht die, die ich jetzt gerade habe. Aber da kann ich gerade nichts machen. Ich habe halt eine goldene. Ne? Gold ist halt auch echt ganz cool. Okay, hier ist schon alles gelootet. Ja, ich bin eigentlich auch fertig, ne? Ich bräuchte nur eine goldene... Die andere Shotgun in Gold. Dann wäre vielleicht nochmal irgendein... Dingsgewehr nicht schlecht. Wie heißt es? Kommt gerade nichts drauf. Ein Sturmgewehr wäre nicht schlecht. Hier ist alles nur grün. Da ist ein Spritzdings da. Möchte die Diegel doch da lassen. Ich glaube, das ist dann doch ein bisschen wichtiger mal, um Schild zu bekommen. Was auch noch schön wäre, Feuerbändigung. Wäre auch noch eine tolle Sache. Hier ist noch eine blaue. Tausche ich blau gegen Gold? Nee, ich mach's mal nicht. Ich finde die drei Schuss jetzt auch nicht so viel besser tatsächlich. Okay, wo sind die Leute? Langsam müsste ich doch mal irgendwas machen, glaube ich. Langsam müssten mal irgendwo... Sind hier irgendwo Schüsse zu sehen? Nicht wirklich. Niemand zu sehen. Okay. Das ist natürlich auch sehr, sehr selten. Kurz mal auf die Map gucken. Ah! Halt! Bin doch auf der Map gerade. Kommt, dass das jetzt einfach so gestorben ist? Ist da noch jemand? Das kam mir jetzt ein bisschen schnell vor, weil ich nur Schildbreaks hatte hier die ganze Zeit. Aber das war doch nicht... Oder war das der NPC? Nee, ich habe schon eine 2 hier stehen. Kein Plan. Kein Plan, wie das jetzt so schnell passieren konnte. Ja, dazu sind auch viel zu viele Sachen hier, die gedroppt sind. Tja, ich könnte auch mal auf die Insel, ne? Ich hatte ja schon die anderen Mal immer gesagt. Ich könnte eigentlich mal auf die Insel gehen. Allerdings habe ich so schlechte Erfahrungen mit dieser Insel gemacht. Stimmt. Ah, da. Da sind Schüsse. Wir gehen mal direkt zu den Schüssen, würde ich sagen. Oh, oh. Kurzentdeckung. Puff, okay. Und Wasserbändigung wieder mitnehmen. Hat er irgendwas Tolles hier sonst? Nee, hat er nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob die Grimm noch da ist, ob Cerberus noch da ist. Ist er da? Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Nee, ist schon gemacht worden. Da läuft ein goldener Dings rum. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig für mich.
platsch mal nicht so viel rum. Okay, wird auch gerade kleiner hier. Und hier ist noch ein blaues Gewehr. Goldenes 3 Schuss. Ist auf jeden Fall für mich besser als die hier. Weil ich glaube, mit der kann ich ein bisschen besser umgehen. Aber es sieht so aus, als ob Cerberus gemacht wurde. Ja. Liegt nämlich alles rum hier. Oh, von wo? Ich glaube, von der anderen Seite da. Ich sehe leider nur niemanden. Das ist gerade mein Problem. Ist das eine Feuerbändigung? Ja, ich nehme lieber eine Feuerbändigung erstmal mit. Und dann muss ich mal ein bisschen gucken, wo die Schüsse herkommen. So, das ist nämlich ganz häufig mein Problem. Ich weiß nicht, wo die Schüsse herkommen. Ausschau halten. Ich sehe nichts. Zone kommt gleich, aber ich bin fast in der Zone. Ich glaube ja, dass das der Typ ist, der Cerberus gemacht hat. Und ich glaube, der ist hinter mir her. Eventuell. Ich würde sagen, irgendwo auf dem High Ground. Oh, der könnte da ganz oben sein. Oder? Nee, kommt nicht hin. Wo ist er denn? Wo ist er? Da vorne? Habe ich da was gesehen? Bin mir nicht sicher. Der könnte auch auf dem Berg da jetzt irgendwo sein. Ich müsste aber schon in die nächste Zone langsam. Und das führt mich direkt auf dem Weg bei ihnen vorbei. Okay, hier irgendwo ist er. Da. Da ist er. Da ist er. Greife ich ihn an oder lasse ich ihn erstmal weiterziehen? Oh! Ja. Okay. Hab's gecheckt. Der hat auch noch Luftbändigung. Oh, da sind mehr so. Komm schon, regenerier dich! Okay, ich bin hier in der Zone, auch in der neuen Zone. Fast in der neuen Zone. Die geht dann hier lang.
Ist er tot? Wenn ja, dann wurde er von jemand anderem getötet. Ja. Das war nicht ich. Da ist jemand. Was macht er da hinten? Okay, der bleibt bei der Zone. Wenn der mich nicht gesehen hat, dann weiß ich auch nicht. Ich erschrecke mich auch immer vor meinen eigenen. Der fährt halt einfach die ganze Zeit ein bisschen rum, glaube ich. Da ist die neue Zone. Und da ist dann die danach. Ist natürlich auch eine Taktik von ihnen, ne? Muss man schon sagen. Das heißt, der Weg könnte die hier reinführen. Liegt der lang? Bisschen campen? Hm? Weiß nicht, ob das gut wird. Nee, wirklich nicht. Bin mir nicht sicher, wie gut das wird. Mit dem Windsaat fliegt hier auch immer noch rum. Oh, die haben sich gesehen, glaube ich. Lauf! Hoch! Oh mein Gott, aber zweiter Platz! Zweiter Platz noch! Okay. Das ist doch für die erste Runde des Tages richtig in Ordnung. Also total auf jeden Fall. Bin ich überhaupt schon mal Zweiter geworden im Solo? Ich weiß es nicht genau. Aber sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich freue mich. Ich freue mich, Zweiter geworden zu sein. Puh. Mega. Mega gut. Gut, da war jetzt viel Campen dabei, ne? Aber jeder hat so seine Taktik. Die Leute, die nicht gut aimen können, die machen eher so ein bisschen tricky und hinterhältig und ein bisschen Camping und so. Und die, die gut aimen können, machen halt haut drauf. Das brauchen wir hier nicht. Okay.
Level 86. Das heißt, noch ein Level, dann kann ich Hades bekommen. Und, ach ja, das wollte ich euch noch zeigen, ne? Moment, das zeige ich euch noch ganz schnell. Die hier möchte ich gerne als Skin haben, weil ich finde das weiß, pink oder rosa echt richtig schön. Gefällt mir mega gut. Dauert aber noch ein bisschen und ob ich es schaffe, weiß ich nicht, weil da muss noch ganz viel Vorarbeit geleistet werden. Ich gebe mein Bestes, aber wie gesagt, mal schauen, ob es klappt oder nicht. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!